Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Heike wird wieder mal bzw. weiter von Manuelsen bedroht. Und jetzt nochmal klipp und klar, ganz klar in diesem Video. Und da gehen wir auch rein. Ich kann, wie gesagt, beim besten Willen nicht verstehen, warum man weiterhin Feuer macht, aber ihm ist es anscheinend wichtig, ne, hier Sachen klarzustellen. Also sein größtes Problem von Maestro ist, wie dein Problem ist und von, glaube ich, von jedem, Heikel. Heikel, bester Mann. Mein Problem, ich habe mit niemandem ein Problem, mit Heikel auch nicht. Das ist das größte Problem. Guck mal, ich sag dir was, ne? So. Nur damit ihr das mal richtig versteht, ne? Ihr wisst, ich habe Entschuldigung, guck mal. Nur damit ihr das nicht versteht. Der hat ja immer losgemacht im Internet, so, ja, Manuel sucht mich und Manuel dies und Manuel das. Ja. Guck mal, die Leute haben sich groß gemacht im Internet für euch, dass wir losgegangen sind und die gesucht haben. Weißt du, ich meine? Es gibt einen Shisha-Shop in Vorwinkel, wie das heißt, in Wuppertal. Das leitet ein Freund von mir. Bei der Eröffnung war ich da. Stellt sich raus, dass ein paar Straßen weiter dieser ABK wohnt. Das wusste ich aber nicht. Ja, weil ABK gemeint hatte, da war in meiner Nähe und so Dinge. Ich hab Angst. Ja, ich kann mich noch erinnern. Und somit hat er von den Leuten versucht zu verkaufen, dass wir den suchen und bei ihm vor der Haustür sind und dies und das. Vibe Store, genau den. Du kennst den. So, hat er das so verkauft, als ob wir vor seiner Haustür sind und suchen. Und hat er so ein Video gemacht, so, oh, sind die da? Hat er die Leute verarscht und gescammt. Guck mal, ich verrate euch was. Wenn wir diese Shababs da, beide, nur ein bisschen ernster nehmen würden, ne? Bei Gott, seht ihr das hier? Aber wieso reagieren die generell auf den, wenn die gar nicht ernst nehmen? Also mit so einer Reichweite würde ich die auf jeden Fall ernst nehmen. Denn man kann ABK, lassen wir es sogar bei ABK, absolut nicht kleinreden. Heikel ist irgendwie mit ihm so oder so, ist ja sein Freund, aber von der Reichweite her generell geht ihr auf jeden ein. Das hier, dieses Ding, bei Gott, ein Anruf so, 1, 2, 3 und bei Gott an den Ohren. Oder an ihren Schwänzen, oder an ihren Ohren, oder an ihren Arschhaaren. Lass ich die aus diesem komischen Kinderzimmer, wo die da sitzen und streamen, lass ich die rausziehen, ne? Und die kriegen die Schläge ihres Lebens. Kein Kommentar auf jeden Fall. Ich glaube, jeder weiß auch mittlerweile, dass überall die Polizei hinschaut und auch diese Videos von ihm schauen. Das weiß er ganz genau. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum man so einen Quatsch im Internet generell preisgibt oder erzählt, ob es stimmt oder nicht, mal dahingestellt, aber hier wird niemand irgendjemand von zu Hause rausholen. Das ist, wie gesagt, ein schöner Actionfilm. Ja, er meint es bestimmt auch so, das ist schön in seiner Science-Fiction-Welt, aber hat nichts mit der Realität zu tun. Ja? Falls die Beamtin hier gerade zuschaut, lass ein Like da und ein Kommentar da. Dafür muss ich nicht mal von diesem Streamingstuhl aufstehen. Und ich schwöre euch, dass bei... Wow. Dafür muss ich nicht mal vor meinem Streamingstuhl aufstehen. Damit erklärt er ganz klar, er ist zwar auf Bewährung, aber einmal mit dem Handy anrufen und vorbei. Und vorbei. Direkt an den Ohren werden die rausgezogen. Komm her, du Kelp. So. Aber zum Glück nimmt er die ja nicht ernst und das wird nicht geschehen, ne? Wie er gesagt hat. Bei Gott. Okay, aber ich nehme diese Leute einfach nicht ernst. Das sind keine ernstzunehmenden Gegner. Im Internet schon. Im Internet maximale Endgegner. So sehe ich das. Deswegen, sie sollen bitte aufhören, sich so hinzustellen. Ja, Manuel bedroht mich. Eins kann ich euch versprechen. Ich selber, Gott ist groß. Gott ist sehr groß. Und eines Tages werden sich die Wege kreuzen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, auf ganz dumm. Ne? Und dann klopfe ich einmal auf euer Holz, auf das ihr seid. Ich will wissen, ob ihr morsch seid oder ob ihr gutes Holz seid. Stabiles. Wie soll man denn das jetzt verstehen? Das könnte gefährlich werden. Okay, aber bis dahin, macht euer Ding. Keiner sucht euch. Keiner will was von euch. Keiner macht irgendwas. Ich schwör's euch, ihr seid nicht ernstzunehmend. Und Männer seid ihr auch nicht. Und schon gar nicht seid ihr Männer gegenüber Maestro. Guck mal, wenn ihr Maestro das nächste Mal seht oder wenn ihr ihn das nächste Mal ansprecht, okay, dann sagt ihr Attila Abi, okay? Ich kann euch jetzt schon sagen, das wird ABK nie im Leben auf sich sitzen lassen. Und ich habe keinen Kontakt zu ABK oder irgendwas. Ich kann mir es nur von der Vergangenheit her, wenn Leute so geredet haben, es nur denken, der wird sich absolut das nicht gefallen lassen. Und auch zu dieser Maestro-Thematik, ja, Maestro hat, muss ich ihn nicht einblenden, der hat einen Text verfasst. Gestern war das, glaube ich, dass er das Video offline genommen hat.
weil im Hintergrund Sachen passiert sind, die er nicht wollte und deswegen ist das Video weg. Keine Ahnung, ob ABK sich generell zu Maestro nochmal äußert, aber ich denke, das mit Manuelsen ist noch nicht vorbei. Auch wenn das den Anschein gemacht hat, ne, beim Charo-Video. Und jetzt nochmal, überlegt mal, gell, das Ganze ist wieder aufgeploppt wegen einer Kleinigkeit und zwar wegen dem Pfefferspray. Das ist unfassbar kleinlich, unfassbar dumm, diese ganze Thematik. Das ist wegen so unnötigen, belanglosen Mist wieder aufkocht. Aber ja. Salamu alaikum Attila Abi. Nur noch so dürft ihr Maestro ansprechen. Und ich meine das auch nicht mal zum Spaß. Ihr müsst Abi zu Maestro sagen. Abi, Abi. Okay? Weil dieser Mann, der hier ist, guckt euch den an. Wenn du auch gerne meine Videos regelmäßig schaust, dann würde ich dich sehr darum bitten, weil vieles vergessen, einmal zu kommentieren, zu abonnieren, ganz wichtig, um den Kanal zu unterstützen. Dankeschön und viel Spaß weiter mit dem Video. Warte mal, hier, Reaction mit Cam. Dieser Mann ist ein Familienvater, ein gottesfürchtiger Junge, junger Mann, ne? Er ist talentiert, engagiert, ambitioniert. Okay, sind die Jungs aber auch? Sind die Jungs alles auch? ABK wie auch Heikel, sind die alle auch? 100%. Haben zwar noch keine Kinder, glaube ich, aber alles andere haben die auch. Ambitioniert, talentiert, gottesfürchtig. Und wenn jetzt einer ankommt mit der sagt Beleidigungen oder sonstiges, würdet ihr sagen, Manuelsen ist auch gottesfürchtig? Wenn ihr sagt ja, er sagt auch Beleidigungen in der Öffentlichkeit, die schenken sich alle nichts. Deswegen kann ich nicht sagen, dass Manuelsen nicht gottesfürchtig sei, wie auch ABK oder Heikel. Dementsprechend sage ich ja. Also ABK, Heikel wie auch Maestro sind coole Leute. Das kann ich eins zu eins sagen. Sehr, sehr höflich, sehr, sehr korrekt. Zu mir jedenfalls. Zu mir. Ich rede nur von mir. Und er im Gegensatz zu euch, ne, plus diesen ganzen feinen, schönen Ansichten, ne, ist ein waschechter Mann und der macht sich gerade, wenn es muss. Okay? Er macht sich nicht nur gerade für sich, er macht sich gerade für seine Freunde, er macht sich gerade für seine Familie, ne? Und vor allem macht er sich gerade für das, was er gesagt hat. Okay? Dieser junge Mann hier ist ein Mann. Okay? Ein Mann. In meinen Augen ist das ein Mann. Ihr sagt ja immer, ja, bei diesen Männern nur tätowierte Zuhälter und dies und das dran. Ah, das sagt Animus sehr, sehr oft in seinem Podcast. Wenn ich mittlerweile mir auch gebe, Shoutout auf jeden Fall, sehr, sehr starke Worte, sehr oft sehr, sehr gute Wortwahl. Nein, Maestro ist ein gottesfürchtiger junger Mann, der sich gerade macht und wir respektieren ihn. Und wir schicken hier schöne Grüße an unseren Bruder Maestro, ne? Allah sana helalosun. Delirander gibi adam runnstin, janim benim. Bis denn, shok salame war, ne? Maestro ist top. Auch nur liebe Grüße an Maestro, er weiß es ja selber auch. Ich glaube jetzt bei der ABK-Thematik, ich glaube da habe ich zuletzt mit ihm geschrieben und ihn gefragt, was abgeht, ob alles okay ist. Und ja, alles super. Ich habe auch ihm gesagt, dass es schade finde, dass gerade die zwei sich streiten, also ABK und Dings, also dass er zu ABK ein Video macht. Fand ich nicht cool, unbedingt. Ich kann seine Ansicht verstehen, gell, wie ich auch eine Reaktion gesagt habe, aber es sind so zwei YouTuber, für mich jedenfalls, die sich nicht streiten sollten. Weil beide sind cool, korrekt so, die sollten da keinen Beef machen. Aber die Kacke ist immer wieder anders am Dampfen, Leute. Ich sage das, weil das oft Mazdak immer am Anfang sagt in seinen Videos. Aber dieses Mal ein bisschen anders. Dieses Mal tut der Junko, den ich vorher noch nie mir angeschaut habe auf YouTube, der aber auch anscheinend eine große Reichweite hat, irgendwie was mit Mazdak in der Vergangenheit hatte, ne? Und die jetzt Beef haben, allen Anschein nach. Also nach diesem Video kommt nochmal eine Antwort von Mazdak, damit ihr Bescheid wisst. Aber damit wir ein bisschen wissen, worum es hier geht, überhaupt was die Vorwürfe sind gegenüber Mazdak, schauen wir uns das hier an. Denn ich werde das ein bisschen dreckig mit Klicks kaufen, dies und das. Ich habe ein bisschen geschaut, bis 5 Minuten oder so. Ja, was soll ich euch sagen? Gemacht. Und während Lijanko morgens aufsteht, an mich denkt, abends schlafen geht, an mich denkt, sogar von mir träumt und sich immer noch nicht dazu geäußert hat. Das ist schon mal falsch. Lijanko, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Lijanko morgens früh schlafen geht, weil sein Schlafrhythmus im Eimer ist. Dass er Kommentare kauft, sowohl bei mir unter meinen Videos als auch bei sich, Likes kauft auf ganz auffälligen Hasen. Real Talk, ey. Wisst ihr, wie viele Leute jedes Mal
aus den Nähkästchen jedes Mal plaudern, so dass die alle Klicks kaufen, Kommentare kaufen und so, hey, kauft bei mir Klicks und Kommentare und alles. Kauft, yalla, ich mecker nicht mal. Ein Video, du kaufst Klicks, Kommentare, kauft. Macht, wenn das irgendwie Algorithmus hilft, macht. Ich sag gar nichts. Also, wir schon in mehreren Videos jetzt die letzten Tage gezeigt haben. Aber, was ich sagen wollte, mir wurde auch gesagt, dass der Herr hier an seinen Zahlen dreht. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Genauso wurde es mir mit Lejanko erzählt, dass er auch an seinen Zahlen dreht. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Aber, naja, das soll mir auch egal sein. Dass er nur Lügen verbreitet. Lügen? Fragezeichen? Ich werde auf jeden Fall meine Richtung wechseln, aber so wie es im Moment ist, ist okay. Und das bleibt jetzt auch erstmal ein bisschen so, aber halt nicht für die Zukunft. Ich glaube, da muss man ein Thema sein. Ich habe keinen Schimmer, was das war. Scheiße, ich steh dem schon wieder auf dem Leim. Er will doch nur diese Aufmerksamkeit, weil er davor ohne meinen Namen keine Klicks generieren konnte. Er ist irrelevant des Todes, selbst wenn irrelevant er über solche Themen wie Mäus etc. spricht. Fragezeichen? Dieser Junge braucht Beefs und ja, ich habe eure Kommentare tausendfach gelesen, dass ich ihn ignorieren soll und dass dieser Junge braucht Beef? Machen wir uns nichts vor, gell? Also da muss ich auch nicht großartig hier irgendwie irgendwas gut zu reden. Die gesamten Reactor, einschließlich mich, wir machen am meisten generell Klicks, Reichweite, wenn es irgendein Drama gibt, irgendwelche Fitness-Sachen sind, das ist Fakt. Das weiß auch jeder. Also jeder braucht Beef, so in diesem Kosmos. Reactor und generell YouTuber. Das werde ich jetzt auch machen. Gefragt, woher so ein Clown, ja? Der keine Kämpfe annimmt, der niemand ist, der sich zwei Leute holen muss in seine Videos für sein, damit er männlicher wirkt. Weißt du, was ich meine? So, das kam alles auf einmal. Deswegen bist du ausgerastet, hast ihn beleidigt, aber du hast dich für die Beleidigung gerade gemacht. Du hast dich entschuldigt. Die Geschichte mal genauer anguckt und den Zusammenhang versteht, hinterlässt das Ganze einen faden Beigeschmack. Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, vorab möchte ich mich bei euch bedanken. Dankeschön auf jeden Fall für euren Support. Ja, auf Instagram, auf YouTube und auch auf anderen Plattformen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich bin glücklich, dass ihr mal langsam checkt, was hier gerade abgeht. So, ne? Wir haben hier eine Person, die offensichtlich alles betrügt, nur am Lügen ist, Gerüchte erfindet, seinen Hype faked. Und dadurch irgendwie durchkommt. So, ne, aber jetzt ist Schluss, Masdak. Die Leute haben auf jeden Fall gesehen, was für eine Maske du trägst. Und in diesem Video werden wir auf jeden Fall einige Dinge ansprechen. Also ich habe das noch nicht gesehen, was für eine Maske der trägt. Würde ich sehr gerne sehen. Und werden dich auf jeden Fall sehr gut hops nehmen. Ganz nett ausgedrückt. Und die Community-Aktion, die wir machen werden mit dem Kinosaal mieten und dass wir uns dann ein Video anschauen werden, was nicht so gemütlich ist, Masdak, werden wir auch durchziehen. Ich habe jetzt einige Gespräche. Ja, er will einen Kinosaal mieten und dort ein Video anschauen gegen Masdak, okay. Gehabt mit einigen Leuten, die Kontakt haben zu Räumen, wo man so eine Aktion machen kann. Ungefähr mit 100 Leuten werden wir das machen. Genauere Informationen werde ich demnächst auf jeden Fall posten auf Instagram und auch auf YouTube. Und wir werden auf jeden Fall eine schöne Zeit miteinander haben, denn diese Zeit, also das, was jetzt passieren wird generell, ist wirklich noch nie passiert. So, kein YouTuber hat das bislang so eklig gemacht. Was heißt eklig? Das ist ja eigentlich nicht eklig. Wir tun normalerweise was Gutes. Wir schützen Menschen vor so einem Kelp. Sagen wir mal so. Naja, Masdak, ne, da du ja keine Community hast und der einzige YouTuber bist, der wirklich keine Zuschauer hat, keine richtigen Zuschauer hat, keine Leute hat, die ihm seinen Rücken stärken und ihn verteidigen, hat er sich das Recht rausgenommen, irgendwelche indischen Bot-Kommentare zu kaufen. Denn das, was er schreibt auf einer Seite, wird dann bei anderen YouTubern kommentiert. Checkt ihr? So, das sind sogenannte Bot-Kommentare, die Masdak macht. Ich habe genug Beweise. Und was ich jetzt auch ganz genau meine, werde ich euch jetzt zeigen. Hier zum Beispiel, schreib mir, wie klickgeil bist du? Kannst du dich nur an andere... Diese Kommentare, die habe ich bei vielen Leuten schon gesehen, diese komischen, eigenartigen Kommentare. Hochziehen. Masdak, deine ganze Karriere basiert darauf, sich an andere hochzuziehen. Welchen Jarak hast du noch nicht im Mund? Welchen Jarak hast du ausgelassen? Ob in der Webszene, ob es in der Influencer-Szene ist. Ja, nee, du hast wirklich schon jeden Jarak einmal durch. Und dann stellt er auch noch seine eigene Frau hin, so als wäre das eine Prosti, du Ekel. Das ist halt die Sache, die ich sehr, sehr krass finde. Das wird auch noch nach diesem Video widerlegt, ne? Also von Masdak selber. Mit diesem Vorwurf, dass er seine eigene Frau interviewt hat, die eine Prosti da darstellen sollte und das gefaked gestellt sein sollte. Ne? Das wird nochmal ganz klipp und klar erklärt und gezeigt.
Aber dazu kommen wir gleich. Kiga, aber naja, dann kommt ja auch noch ein Kommentar. Ab jetzt ist es Janels Aufgabe, nach Veröffentlichen jedes Videos erstmal 2 bis 3 Stunden Kommentare zu löschen. Ach so, krass, ja, ich wusste gar nicht, dass Shahrukhans Vater meine Videos guckt, ja, heftig, Alter. Aber hier hat ja auch die liebe Maria geschrieben. Aber. Man nur so nebenbei. Was würdet ihr tun? Beispielsweise, ja, wenn man wirklich sehr giftig ist und sowas kalkuliert macht, dann tut man selber diesen Kommentar kaufen, sage ich mal, und eventuell so dahinstellen. Das muss nicht unbedingt von Mazda gewesen sein. Versteht ihr, was ich meine? So, für das Video wäre das perfekt, wenn man das so kalkuliert und dann extra so verfasst und dann das screenshottet. Versteht ihr, was ich meine? Das ist kein Vorwurf gegenüber Lejanko, aber das könnte sein, könnte. Ne? Deswegen kann ich nicht direkt sagen, Mazdak hin und her, der hat das gemacht und hin und her. Ist schwierig, ne? Weil es hier ein ganz dreckiger Beef ist. Öffentlichen Shahrukhans Vater meine Videos guckt, ja, heftig, Alter. Aber hier hat ja auch die liebe Maria geschrieben, ja, Mazdok, wir haben alle verstanden, dass du Bots kaufst. Irgendwann wirst du noch ärmer. So, das habe ich ja von ihr bekommen, diesen Screenshot. Ja, ne, meine Zuschauer checken ja auch mittlerweile, dass dieser Typ einfach nur Scheiße labert und Bots-Kommentare kauft. Ja, wir sind ja nicht dumm, Bruder. Wie kann es sein, dass nur indische Leute irgendwie Mazdak verteidigen? Weißt du, was ich... An die indischen lieben Mitbürger... Ja, auch wenn sie nicht in Deutschland leben, nenne ich sie trotzdem Mitbürger. Ihr seid meine Freunde, kommentiert, liked das Video und lasst ein Abonnement da. Wenn es geht, auch eine Mitgliedschaft, dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Stark. Ich meine, macht ja von Kopf bis Fuß keinen Sinn. Natürlich kann man jetzt immer wieder als Argument nehmen, ja, woher willst du wissen, dass das Mazdak ist? Man kann doch 1 bis 2 zusammenzählen, oder? Ich hatte in meiner ganzen Karriere schon mit so vielen Leuten Beef, so vielen Leuten Stress. Wieso kommen jetzt erst solche Kommentare, nachdem ich Mazdak expo... Muss, ist kein Beweis. Das ist nur ein Indiz, sage ich mal. Eine Vermutung. Ausgabe. Könnt ihr mir diese Frage beantworten? Der Typ ist einfach ein Heuchler, der ist eine arme Seele, hat keine Community, hat niemanden, der ihn richtig mag. So, der braucht, glaube ich, mal so eine saftige Umarmung. Der Arme. Der Arme tut mir auch irgendwo leid, Bruder. Muss der sich auf künstlich eine Community aufbauen? Was ein... Töbe, Staffler. Du hast dich aber schon oft verraten. Ich könnte jetzt den ganzen Tag so weitermachen mit diesen ganzen indischen Kommentaren, die du unter meinem Video schreibst und auch bei anderen YouTubern unter die Videos schreibst. Ihr müsst euch vorstellen, er hat diese Aktion gemacht, plus hat er eine Art... Boah, da muss man ja richtig viel Zeit haben, wenn man da wirklich wenn man so ein komisches Ego hat, dass man wirklich überall kommentieren muss, damit man irgendwie seinen Seelenfrieden hat. Adresse geleakt von meinem Opa, wo mein Opa lebt, wo meine Großeltern leben, der hat die Adresse unter meinen Videos so voll gespammt. Denkst du, ich krieg das nicht heraus? Denkst du, ich kann nicht 1 plus 2 zusammenzählen, vor wem du das hast? Diese Adresse hat damals Ahmed Patron gepostet. Das war die Adresse von meinem Opa. Du bist gut mit Ahmed Patron. Ich weiß ganz genau, dass du von ihm diese Adresse hast. Mit dieser Aktion werde ich dich auf jeden Fall, ja, wirst schon sehen. Ich werde... Familienmitglieder doxen, das ist uncool, ne? Macht man nicht. Dich auf so einer süßen Art und Weise auseinandernehmen, dass du wirklich nicht mal mehr einkaufen gehen kannst, ohne dass irgendjemand zu dir kommt und dich fragt, ob es stimmt. Ja, das Ding ist ja, es ist ja die Wahrheit, so, ne? Das, was du mit deiner Frau gemacht hast und so. Ja, es ist ja die Wahrheit. Ist ja nicht gelogen, ist ja nicht irgendwie frei erfunden. Ich werde auf jeden Fall meine Richtung wechseln, aber so wie es im Moment ist, ist okay. Und. Ja, das soll seine wahrscheinlich die Frau von Mazdak sein, ja? Mhm. Das bleibt jetzt auch erstmal ein bisschen so, aber halt nicht für die Zukunft. Ich habe eine Frage an euch, meine Freunde. Wenn er schon solche Kommentare bottet, wenn er schon solche Fake-Kommentare bottet, wer weiß, was er noch alles faked? Wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Wer weiß, was er noch alles faked? Nein, erzähl es uns. Dem traue ich mittlerweile alles zu, Freunde. Dem traue ich mittlerweile wirklich alles zu. Und dass du wirklich dich nicht anders wehren kannst, irgendwelche Adressen zu leaken von Verwandten. Du bist wirklich eine arme Seele. Du bist fast 50. Junge, du bist alt geworden. Du hast graue Haare. Du riechst schon fast nach Erde. So, ja nee, was ist los mit dir? Hast du nichts Besseres zu tun? Kannst du dich nicht anders wehren? Und was ist los? Wieso reagierst du nicht auf das Video, was ich hochgeladen habe? Wo man eindeutig gezeigt hat, dass das deine Frau ist im Video. Wieso reagierst du nicht darauf? Sonst hast du doch auch auf alles und jeden reagiert sofort. Ohne Wenn und Aber. Wieso reagierst du aber nicht auf dieses Thema? Weil du weißt, es entspricht der Wahrheit. Weil du weißt, es ist die Wahrheit. Mazdak, du arme Socke, du arme Seele. Aber egal, in diesem Video werden wir einige Dinge ansprechen, Freunde. Bitte bleibt von Anfang bis zum Ende am Sch. Ich bin mal gespannt, ob er auf Mazdak sein Ding quasi antwortet, weil Mazdak hat das ganz klar widerlegt gleich. Das ist halt die Sache hier, ne? Da frage ich mich, was willst du dann noch sagen, wenn das ganz klar dann gezeigt wird, dass es nicht so ist? Dass es nicht seine Frau war? Am Start. Dankeschön nochmal für euren Support. Noch eine kleine Ansage, ja? Also damit jeder Bescheid weiß. Wir haben geplant, mit unserer Community einen Kinosaal zu mieten und dort ein... Haben wir verstanden. Es geht hier nicht um meinen kommerziellen Erfolg irgendwie. Es geht mir nicht um Geld. Um Gottes Willen, ich will von euch kein Geld nehmen. Wie und wo... Es geht mir um Geld. Schickt mir Geld. Danke. Wie das jetzt genau planen werden, steht noch in den Sternen, aber ich bemühe mich auf jeden Fall, das in naher Zukunft zu klären. Mein Team versucht das jetzt gerade auch zu klären. Einige YouTuber wären auch am Start und das wird auf jeden Fall eine klasse Aktion. Mazdak, ne? Dann zeigen wir mal den Leuten, wie du mit Frauen umgehst. Ganz wichtig, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Stadt jetzt unter diesem Video kommentiert, damit ich wenigstens einen Ort festlegen kann, wo wir ja diese Community-Aktion machen. Wisst ihr? Kommentiert auch eure Stadt, wo er herkommt, unter meinem Video hier. Wir machen zwar gar keine Veranstaltung oder irgendwas, aber einfach so.
Woher kommst du? Ich würde mir natürlich wünschen, wenn das in NRW passiert. So, weil ich komme aus NRW. Aber naja, müssen wir mal schauen. Was haltet ihr von dieser ganzen Aktion? Schreibt das bitte in die Kommentare mit. Super klasse. Hashtag eurer Stadt. Und ich würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam machen. Ich habe unnormal Bock darauf. Küsse eure Augen. Viel Spaß mit dem Video. Besorgt euch Chips, Beeps, Deeps, Popcorn. Es wird wild. Die zwar auch in der Schlägerei endet. Ich weiß, ich habe viele Schlägereien gehabt. Aber die war einfach nur Lachkick. Da war ich mit zwei Kollegen. Wir hatten diese Anonymous-Masken auf. Und da war eine Horde von Türken. Und die dachten, wir wären Deutsche. Und wir haben uns natürlich nicht gefallen lassen, haben uns mit denen angelegt, dann haben wir die Masken ausgezogen und dann haben die geblasen, Leute. Die haben geblasen, als sie gesehen haben, wer wir sind. Auf jeden Fall, die Story werde ich auch noch erzählen. Ich habe dazu auch noch Bilder, alles. Das war richtig Lachkick. Boom. Cringe. Man hat nie die Bilder gesehen, ne? Danach hat man nie irgendwelche... Scheiß auf die Bilder oder nicht die Bilder. Das ist richtig eine sehr, sehr unangenehme Geschichte, so. Was ist los mit den Menschen, oh Gott? Bilder von dir gesehen und du denkst jetzt gerade, scheiße, warum reagiert er auf das Video, weil du ganz genau weißt, worauf ich hinaus will, was ich jetzt hier gerade erzählen möchte. Ist die Geschichte wirklich so passiert, wie du das da erzählst? Oder hast du Schläge danach bekommen von Cengiz und Metin und danach sogar nach dieser Aktion Anschluss von deinem Vater bekommen, weil das die Ex-Arbeitskollegen von deinem Vater sind? Kann man die Geschichte raushauen? Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, woher ich das weiß. Und das ist dir gerade sehr hart unangenehm, weil jeder aus deiner Stadt weiß, dass diese Story gelogen war. Du arme Socke, ja. Du arme Socke. Metin hat sich bei mir gemeldet, ne, und hat mir die ganze Sache mal ordentlich geschildert. Deswegen reagiere ich auch gerade auf das Video, um den Leuten zu zeigen, dass das alles gelogen war. So, ja, nee, seine komplette Geschichte war gelogen. Ich frage mich wirklich, Mazdak, was war an dir echt? Was war an dir echt? Aber nein, du musst ja immerhin auf krass tun. Tamam, du bist schon bekannt in deiner eigenen Stadt als der größte Schwätzer. Das warst du damals schon. Alles schön und gut, du hast das früher gemacht, okay. Aber was ist dein Ziel hier? Olo, du bist fast 50, du riechst schon nach Erde, Amenakrim. Ja, du stellst dich vor die Kamera und möchtest dich bei kleinen Kindern krass machen. Was ist dein Ziel? Möchtest du von kleinen Kindern Zuspruch bekommen? Oder was versuchst du hier? Walla, das frage ich mich wirklich. Das Problem ist, es ist alles gelogen. Alter, das ist ja wirklich hart. Auf einmal kommt einer von denen, ich weiß nicht, was passiert ist, irgendwas hat der gesagt oder hat mich geschubst oder irgendwas gemacht, dann bin ich ausgetickt, Leute. Ausgetickt auf einer anderen Dimension, also anders bin ich ausgetickt. So richtige, so Super Saiyan. So gelbe Haare und so. Jin 4. Die Stars, Ananas und so. Wirklich Leute und so. Mäßig, Super Saiyajin. So mäßig und so. Gottmäßig mit 20. Astaghfirullah. Schwacher Kaioken und Royal Blue Modus. Oder der Typ kennt sich mit Dragon Ball so gut aus, ne? So, der kennt sich wirklich mit Dragon Ball sehr gut aus, aber kennt das genaue Geburtsdatum seiner Eltern nicht. Was ist das? Ehrenmann auf jeden Fall. Ja, Mann, Ehrenmann. Aber ey, ich liebe Dragon Ball auch. Ich hab meinen Rucksack ausgezogen, hab geschrien und gebrüllt, hab meinen Rucksack genommen. Alle, mach das mal bitte vor, bitte. Und direkt dem einen, der links so vor mir stand, boom, gegen Körper geschlagen. Wie nochmal? Wie nochmal? Ich stand, boom, gegen Körper geschlagen. Boah, krass. Aufgetroffen. Der Typ ist auf den Boden gefallen. Nein. Umgedreht, den nächsten geschlagen. Ich schwöre es euch, ich habe diese vier Personen. Okay, wenn du schwörst, dann glaube ich dir natürlich. Und die haben alle Schock gehabt. Bruder, der ist Ip Man geworden, ja? Der ist Ip Man geworden, der hat vier Leute gleichzeitig kaputt gehauen, Bruder. Der hat Bruce Lee zu einem Cap gemacht. Wusstet ihr? Heftig, Alter. Ne? Klar, Alter, die Story ist auf jeden Fall glaubwürdig. Ich hab die vier mit dem Rucksack von mir so... Der hat die vier mit dem Rucksack verprügelt. Von For You, diesen Rucksack so. Papa, papa. Geschlagen und nach dem Rucksack auf einen geworfen, dann hinterher getreten. Und komplett explodiert. Bis Lehrer kam und mich zurückgehalten. Und sogar den Lehrer habe ich so enraged. Ich habe Kräfte entwickelt. Das war nicht von dieser Welt. Und ich war auch schon stark. Ich war zwar dick, aber schon immer kräftig gebaut. Schon immer so dicker Knochenbau und relativ stabil gebaut. Und die waren einfach am Ende, diese vier. Der war immer stabil gebaut, lo? Ja, ich bin ein Kerl. Hab natürlich sehr viel Ärger gekriegt von der Lehrerin. Nachher dann von meinem Vater auch noch. Und ich war auch sehr enttäuscht, dass die Resonanz so war von den Lehrern, von meinem Vater und so, weil die... Welchen Alter erzählt er denn? Welchen Alter? 13? Wie alt war er denn? Ich verstehe gar nichts. Schule. Die das irgendwie nicht nachvollziehen konnten, warum ich das gemacht habe. Die wussten ja nicht, was ich durchgemacht habe bis zu diesem Zeitpunkt mit diesem ständigen gemobbt werden, gehatet werden, beleidigt werden und so. Ab dem Tag aber habe ich gemerkt, am nächsten Tag ging ich zur Schule. Einer von den Jungs kam zu mir, hat mir die Hand gegeben, hey, wie geht's dir mal, sag alles gut, bla bla bla, fing an zu lutschen, fing an zu kriechen. Ich, ja, mir geht's gut, danke, dies, das. Ja klar, Bruder, klar, natürlich. Aber mit einem Unterschied, ich bin nicht selber zu einem Mobber geworden, sondern ich bin derjenige geworden.
der sich für andere eingesetzt hat und denen geholfen hat. Der die Schwächeren vor diesen Mobbern geschützt hat. Ich wusste es. Das wird den Zuschauern gefallen. Hey Mazdak, du bist voll der coole Typ. Hey Mazdak. Genau so. Ich wünschte, es würde mehr von dir geben. Von deiner Sorte geben. Weil irgendwann hatte ich so einen brutalen Ruf, so viel Respekt hatten die Leute vor mir. Nicht nur, weil ich eine große Familie habe, sondern, ja okay, mein Onkel und seine Jungs hatten natürlich auch eine große Rolle gespielt damals auf meiner Schule. Die waren so die Chefs dort. So, und die hatten halt ihre eigene Gang. Und Bruder, kommst du eigentlich aus Aachen oder kommst du aus Brooklyn? Auf einem Gymnasium gab's Gangs, Janne. Janne, es gab in dieser Schule Gangs, Gangmitglieder. Bruder, geht's dir gut? So, Janne, bist du in Aachen oder in Brooklyn aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen, Amanakoim? Bruder, was labert dieser Typ? Heftig, lo? Ja, Mann. Bruder, der hat zweimal... Das ist schon witzig, muss ich sagen, wirklich. Hier, Gangsters in Paradise geguckt, Amanakoim, ne? Zweimal zu viel und dachte, sein Onkel ist der Hauptrolle. Küsst doch eure Herzen, Bruder, bitte. Glaubt nicht alles, was diese Menschen sagen im Internet. Glaubt nicht immer sofort alles, bitte. Was labert der Typ, ja? Er sagt einfach, die waren eine Gang und was weiß ich was. Oh, und bitte, ja. Wallah, fühlst du dich nicht lächerlich, in deinem Alter solche Storys zu erzählen? Ich schwör auf alles, du kannst die Story meinem Hund erzählen, mein Hund wird dir nicht glauben. Bis heute fragt sich wirklich jeder, wie du mit dieser Scheiße bekannt geworden bist, ja? Also, dass du wirklich so durch deine Lügen und so weiter bekannt geworden bist. Junge, was labert der Typ? Dein Onkel war in einer Gang, in einer Schule und der hatte was zu melden, ja? Der hatte was zu sagen auf dieser Schule. War der ein Blattmitglied oder was? War der bei dem... Ich frag mich halt nur, welches Alter Mazdak hatte, wo er das Video gemacht hat und erzählt hatte. Ja, das frage ich mich, weil Mazdak no front, aber ein bisschen hängen geblieben bist du auf jeden Fall. Okay, ein bisschen, das war untertrieben. Bist schon gut hängen geblieben, so. Das weißt du aber auch selber, glaube ich. Den Platz oder was laberst du gerade? Jeder wusste, ah, das ist der Neffe von dem und dem, von Reza. Lass den mal in Ruhe, sonst gibt's nachher richtig Ärger. Nichtsdestotrotz, als sie dann weg waren auf der Schule, habe ich selber mich hochgearbeitet und dafür gesorgt, dass diejenigen, die gemobbt und gehänselt werden, unter meinem Schutz stehen. Guck mal, eine Sache muss ich aber hier fairerweise sagen. Egal, ob man Mazdak mag oder nicht mag, ne? Weil die Frage gestellt wurde, wie er diesen Erfolg erreicht hat oder wie der generell so bekannt werden konnte. Der Typ macht jeden Tag Content, jeden Tag. Auch wenn es belangloser Quatsch sehr oft ist, er macht seine Daily Sachen. Versteht ihr, wie ich meine? Er ist da, er ist präsent, er macht Videos, die ganze Zeit. Deswegen die Frage, wie kann er so erfolgreich werden? Kontinuierlichkeit. Er zieht durch. Das kann man ihn nicht kleinreden. Egal, ob er irgendwelche krassen Cousins, Onkels oder irgendwas hat. Was YouTube angeht, kann ich euch nur sagen, hat er auf jeden Fall durchgehustelt. Drücken gegeben, lo! Die Leute mussten auch Schutzgeld abdrücken. Sei ehrlich, Bruder. Sei ehrlich, du müsstest dir Pausenbrot geben und du hast dann so Beefy und so gegessen. Sei doch ehrlich, Alter. Laber doch keine Scheiße. Er sagt, ich stand unter meinem Schutz und so. Bruder, wer bist du? Wer hat dich ernst genommen jemals mit deinem Chucky die Mörderpuppekörper? Was laberst du? Bitte, ja. Bitte, ich küsse doch dein Herz. Bruder, erzähl doch wenigstens glaubwürdigere Stories, Alter. Ja, ne, gib dir wenigstens Mühe beim Lügen. Selbst das, der gibt sich nicht mal Mühe beim Lügen. Seine Videos, Chip. Der dein Video schneidet, bist du selber. Hör auf zu lügen, Alter. Dein Schnitt, Müll. Deine Kreativität, Müll. Ja, ne, der gibt sich für nichts Mühe, Bruder. Der gibt sich für nichts Mühe. Ich küsse eure Herzen, aber wie kann man diesen Mann ernst nehmen? Aber ey, Mazdak, eine andere Sache. Bruder, du hast dich da mit deinem Bruder jedes Mal hingesetzt und hast auf Icon reagiert, hast auf Rap LaRue reagiert. Mein Freund, was hast du bitte mit der Musik zu tun? Ja, ne, wer warst du, dass du dich überhaupt... Ja, ne, wer warst du, dass du deine Meinung zu dieser Musik abgibst und Leute als cringe oder schlecht abgestempelt hast? Der Typ hat selber Musik gemacht. Mazdak, J. Paul, bester Freund. Keine Zeit für mich selbst, zu viel Arbeit auf dem Bau. Doch wenig Geld, die Moral machte sich dabei aus dem Staub. Mein Dad ist gefallen, somit hatte ich noch weniger im Team. Alles bleibt auf mir hängen, das Elend war wie nie. Man lebt nur einmal, somit musste ein Wechsel her. Wollte immer schon YouTuber sein. Ha. Bruder, der ist so stolz auf sich, dass er ja ein YouTuber geworden ist. Dass er ist doch okay. Why not? Jetzt da YouTuber geworden ist, indem er Interviews dreht, zusammen mit seiner Frau sie zensiert, als eine Prossi hinstellt. So, Janne, der ist stolz. Dazu kommen wir halt gleich, ne? Auf seine Geschichte. Ja, Bruder, was soll man dazu sagen, Bruder? Manche Menschen sind halt komisch, manche Menschen haben halt andere Prioritäten im Leben, manche Menschen haben halt keinen Stolz und Ehre, so. Was soll man dazu sagen, Bruder? Es ist halt so. Muss man mit klarkommen, manche Menschen sind so.
Wisst ihr, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sag's mal so, Armut macht erfinderisch. Und ich glaube, Masdak hatte das auch nicht einfach, wie auch der Janko hier, glaube ich, als er noch jünger war, wenn die nicht aus einem reichen Elternhaus kommen. Und deswegen sage ich zu jedem Einzelnen, weil ich ja sehe auch, wie es in dieser YouTube-Szene generell so angeht. Die Leute sind am Haten. Hast du wenig Follower? Werden dir Leute sagen, du hast wenig Follower, du hast keine Relevanz. Hast du Follower, sagen die, es sind Fake. Egal, wie man es dreht oder wendet, es wird immer dir schlecht ausgelegt, weil es sehr viele Nicht-Gönner gibt. Bis dieser Zeitpunkt kommt, dass diese Leute dich dann feiern. Die sie sagen, hey, du bist cool, du bist Dings hin und her, du bist immer da, du bist cool, bla bla bla, bliblablub. Und dann fängst du langsam an, immer größer zu werden. Deswegen sage ich euch nur, Fazit von dieser Story, zieht einfach durch, macht euer Ding, lasst euch von niemandem irgendwas sagen, egal was es ist, ob es Beruf ist oder hier YouTube-Karriere ist, egal was, Musik, zieht einfach durch, lasst euch gar nicht sagen von niemandem. Dahin war hart und meine Tochter war geboren. Bau weg, YouTube her und dann noch einmal von vorn. Selbst und ständig, keiner deiner Freunde stand hinter dir. Kaum kam der Erfolg und bei wem klebten sie am Hintern mir? Danke an jeden, der... Was an meiner Coim? Ja, nee, die klebten an deinen Hintern. Bruder, würdest du wenigstens einmal die Wahrheit sagen? Du bist doch die größte Blasmaschine hier im Netz, an meiner Coim. Deswegen nennt man dich doch mittlerweile Blastack. So, weißt du, was ich meine? Ja, nee, du hast dich an jeden hochgezogen, aber nein, die klebten an deinen Hintern. Okay, tamam, du hast recht, Bruder. Und deine Musik ist krass, Alter. Deine Musik ist heftig, Alter. An jeden, der mich pusht, auch an meinen Bruder. Bruder, was macht Massi da? Was versucht der da, ja, nee? Tamam, okay, wir haben verstanden, du kannst Spagat, du Barbie-Puppensammler. Wir haben verstanden. Brauchst du nicht jedes Mal zu zeigen, Bruder. Aber nachher, das wird sogar in seinen Lebenslauf schreiben, wenn er sich bei irgendeiner Firma bewirbt, Alter, steht da, könnt Spagat. Ey, die Jasch. Maslak? Bei dem Abfuck von heute. Bescheuert echt zu euch, ich beteuer es erneut. Ich bin Maslak, euer bester Freund. Er ist Maslak, euer bester Freund. Oder ich schwöre auf alles, ne, würden mir Leute Geld dafür geben, dass ich das privat pumpe. Selbst da würde ich das mir nicht geben, ne. Die Leute. Ja, ja. Haben mir das jetzt nur zugeschickt und meinten halt, ey Bruder, der kritisiert die ganze Zeit die Icon-Künstler und so weiter, sagt, dass sie nicht rappen können, dass sie nicht authentisch sind. Tamam, jeder kann das behaupten so, ne, aber du bist der Letzte, der das behaupten kann. Ich küsse doch dein Herz. Was ist das aber für ein Müll so, ne, generell, was ist das für ein Müll? So, seine Frau tanzt auch voll dabei und so. Bruder, hast du dich nicht ein bisschen geschämt? Hast du dich nicht ein bisschen, ein wenig geschämt? Schon im Blut im Körper. Und er nicht ohne Mutter. Ey, ich geb zu, ich bin ein gut gestörter. Glaub nicht, dass es ihn juckt. Ach du Kacke, die singt ja mit an. Bruder, jetzt wenigstens einen Titel geschrieben, Masdak Feat Nebi, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Warum hast du ihr diese Dings nicht gegeben? Wenn du die doch schon vor Kamera verkaufst, hättest du wenigstens im Titel ihr Name schreiben können. Du Armer. Und bleib so wie er ist. Ich geb nicht gleich, wenn sie es vermisst. Ich kämpfe und kriege alles, was ich haben will. Was ich damit sagen will, ist, dass ich nicht alle Tage chill, sondern arbeite hart. Man hat mir gesagt, der Erfolg bleibt nicht aus. Machst du das jeden Tag, egal wie groß er auch sein wird. Auch wenn ein großer Anstein wäre, flipp ihn auf und werf ihn vor seinen Kopf. Oder sag gleich, nee, boah, kein Bock. Oder ich küsse dein Herz, ne? Der mit seinen Dings, Hit Slater Frisur. Ich küsse doch deinen Kopf. Ich will den auch gar nicht fronten, ne? Der kann ja dafür nichts. Aber Bruderherz, wer hat euch verarscht, dass das sich gut anhört? Weißt du, was ich meine? Tamam, alles schön und gut. Es gibt verschiedene Geschmäcker. Aber Bruderherz, was ist das für eine Musik? Ja, ne, wer sich sowas gibt, ich schwör auf alles, der kann nur taub sein. Beschäftige dich lieber mit den wesentlichen Dingen des Lebens, anstatt wenn man sie dir am Beat die Klinge zu nehmen. Er ist Masdak, euer bester Freund. Einfach real und fresh ist er, Jani. Jani, er ist real, Bruder. Er ist real, Bruder. Tamam, du bist real, Alter. Er ist voll real, Bruder. Einfach ganze Leben frei erfunden. Wenn ich jetzt richtig ekelhaft wäre, würde ich jetzt sagen, in mir steckt kein Masdak. Und wenn ein Masdak in mich stecken würde, dann würde ich ihn auf jeden Fall
abseilen im Klo. Der musste raus, no front. Bruder, der nimmt das auch noch voll ernst, ha? Der hat das wirklich ernst genommen, Bruder. Nochmal, ich hab gegen keinen was. Weder gegen Len Junko noch gegen Mazdak. Ich dachte jetzt vielleicht, der kriegt hier, Alter, bei Universal, Vorschuss. Der dachte wirklich so, der kriegt vor einem irgendeinen Major Vorschuss, Alter. Ich küsse doch deinen Kopf, Alter, der tanzt auch noch richtig so, ne? Der Arme, Digga. Der Arme. Boah, manchmal tun mir wirklich Menschen leid. Ich hoffe alles. Die haben so richtige Wahrnehmungsstörungen, weißt du? So, dafür kann er ja nichts. Auch so, wie er jedes Mal tut, als würden wir lügen, als wäre er ein Ehrenmann und der würde nie seine Frau verkaufen oder seine Frau ausnutzen für Klicks. Bro, du hast schon vor 7 Jahren offensichtlich deine Frau zur Show gestellt. Ja, hast ein Video hochgeladen. Guck mal dort, du warst so contentlos. Du hast einfach alles versucht. Schnell abnehmen in 2 Wochen. Guckt euch mal dieses Thumbnail an, Bruder. Er zeigt seine Frau und diese Tattoo an der Stelle. Bruder, was ist das für ein Tattoo? Ja, nee, ich finde, das ist so ein Tattoo, Bruder. Das geht jetzt gerade viel zu intim, Alter. So, ja, nee, das ist ein Tattoo wahrscheinlich nur für den Mann gemacht. So, weißt du, was ich meine? Ja, nee, nur der Mann sollte das sehen. Aber nein, du zeigst es jedem Mann auf dieser Welt. Du bist ein Ekliger. Also, ich sag euch so, wie es ist. Natürlich kann jeder so machen, wie er möchte. Aber ich finde, Bruder, solche Sachen gehören nicht ins Netz. Ich finde solche Sachen, solche intimen Sachen, ja, ich weiß nicht, Alter, so, ich fühle mich dabei vor, Bruder, schämst du dich nicht? So, haben deine Eltern da nichts gesagt? Du bist doch angeblich ein gläubiger Mensch, oder nicht? Wie kannst du so etwas machen? Ich verstehe das nicht. Leute, ihr habt doch nicht im Ernst geglaubt, dass ich meine Frau irgendwas über Abnehmen erzählen lassen werde. Nee, du lässt sie nur von ihrer Vergangenheit erzählen. Wie nimmt man ab? Wie... Also nochmal, gell? Ihr habt so ein Thumbnail, ihr seht so auf YouTube, seht ihr so eine schlanke Frau und sagt so, ja, wie tut man in 2 Wochen so abnehmen und so, dann klickst du das Video an, dann ist einfach so ein Fettsack da. Das ist einfach er da. Ihr habt doch nicht wirklich geglaubt, ja? Habt ihr gedacht, seht meine Frau hier, ja? Ich zeig euch, wie man abnimmt. Ja. Ne? Das kannst du sehr gut. Ich werde euch jetzt 5 Tipps nennen, mit denen ihr abnehmen könnt. Also, bevor wir jetzt anfangen, überhaupt über die Tipps zu reden, nur ganz kurz, ich wollte das Video eigentlich ziemlich kurz... Und nur mal so am Rande, gell? Ich bin auch über 100 Kilo, Standard. Also, ich bin zwar nicht fett, aber no body shaming an dieser Stelle, ist nur ein Witz, ne? Kurz halten. Ihr müsst nur verstehen, wie das funktioniert. Ihr müsst am Tag weniger zu euch nehmen, wie euer Körper verbraucht, dann nehmt ihr ab. Tipp Nummer 1. Der erste Tipp ist der einfachste und bequemste Tipp. Da geht es nämlich darum, nicht aufs Essen zu verzichten. Das ist ein Fehler, den viele Leute machen. Diese Personen denken immer, weniger essen bedeutet mehr abnehmen. Aber das zieht auch viele Nachteile mit sich. So entsteht als erstes der Jojo-Effekt. Als zweites habt ihr das Problem, dass euer Metabolism, das heißt, dass euer Stoffwechsel runterschraubt, dass euer Körper... Olem, was laberst du da? Machst du jetzt einen auf Fitnesscoach oder was? Olem, was ist das jetzt? Was versuchst du da? Bruder, guck mal, der ist so contentlos, der weiß gar nicht, was er machen soll. Der weiß wirklich nicht, was er macht. Machst du mir jetzt einen auf Fitnesscoach oder was? Bruder... Alles, hat alles versucht. Kann man ihn nicht verübeln. Du hast mit Fitness noch nie was zu tun? Du hast jetzt 2x Testo gespritzt in dein Göttloch? Und denkst jetzt, du bist Sylvester Stallone oder was? Und hast voll die krassen Erfahrungen gehabt? Leute, bitte. Mazdak ist alles, aber kein Fitnesscoach. Und kein Ehrenmann. In Zukunft nicht mehr zu verpassen. Und ja, wie eben schon erwähnt, die Kacke ist am Dampfen. Und diesmal auf einem ganz, ganz gottlosen Level. Denn diese Thematik rund um Mäus und Anis, diese Trennung, hat so ein geisteskrankes Ausmaß angenommen, dass es komplett Deutschland in den Fängen hält. Es sind Sachen passiert jenseits von Gut und Böse. Diejenigen, die aktiv diesen Kanal hier verfolgen, wissen, wovon ich rede. Guck mal, du Fischkopf, du lässt das Ganze doch nur weiter am Leben, wenn du darauf die ganze Zeit öffentlich reagierst und darüber 18 Videos in der Woche machst. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, durch deine Videos machst du die ganze Sache noch schlimmer. Frag mal Mois seine Kinder in ein paar Jahren, ob die das gefeiert hätten, was du hier die ganze Zeit machst. Frag die mal in ein paar Jahren, ob du denen damit geholfen hast oder ob du denen damit noch mehr geschadet hast. Ich will gar nicht wissen, was die armen Kinder später für Probleme haben werden durch deine Videos. Mazdak, du verbreitest Probleme. Du machst Probleme. Vor allem, du mischst dich in Sachen. Mazdak, du böser Mensch. Sachen ein, wo du keine Ahnung hast. Erstens das. Zweitens mischst du dich in Sachen ein, womit du nichts zu tun hast. Reagier gar nicht mehr. Geh richtig arbeiten. Misch dich in Familienprobleme ein. Was hast du mit dieser Sache zu tun? Aber dir war Klicks schon immer wichtiger als die Menschlichkeit. Safe. Und es ist noch viel, viel schlimmer gekommen. Zumindest im Background. Die Sachen, die ihr nicht mitkriegt. Und ich will euch nur einen einzigen Clip zeigen, damit ihr nur eine kleine Ahnung davon habt, was für geisteskranke Ausmaße dieser Beef angenommen hat. Und zu eurer Erklärung, zu eurem Verständnis, damit ihr wisst, was euch da gezeigt wird. Guck mal, ich kann euch versichern, Mazdak erfindet immer
immer wieder noch ein bisschen Lügen dazu. Wisst ihr aber auch warum? Er findet immer ein bisschen Lügen dazu, macht Fitna, damit die... In diesem Fall aber nicht. Ich kann euch sagen, ich weiß auch, dass derjenige, der mir auch sehr viele Sachen gegeben hat, der in der Vergangenheit mit Mois zu tun hatte, auch Mazdak und andere YouTuber wie auch Sufian und so weiter, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Sachen geschickt hat, darunter die Ausweise, viele, viele Sachen, die auch noch gar nicht in der Öffentlichkeit gelandet sind, noch gar nicht veröffentlicht wurden. Und ich habe es nicht gemacht, wie auch Mazdak anscheinend auch nicht und die anderen auch nicht, weil ich persönlich einfach sage, diejenigen sollen das selber machen. Ich werde nicht denen ihre Beef noch auf das Next Level bringen und noch weitere Mist da reinschmeißen. Das sollen die alle selber machen, wenn die gerne möchten, aber das werde ich nicht machen. Ich gucke mir das an, was da ist und gut ist. So, aber in diesem Fall hat Mazdak nicht gelogen. Die ganze Sache noch am Leben bleibt, weil er möchte immer noch Klicks damit machen, weißt du? So, desto mehr Fitna er mit seiner Reichweite da reinbringt, desto länger bleibt das ja auch alles am Leben, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, er reagiert immer noch auf Mois und die Leute wollen das dann ja auch sehen, logischerweise, aber ich... Mazdak könnte ganz exklusiven Content auch bringen, kann ich euch sagen, genau wie ich auch. Rein theoretisch und andere auch. Was halt noch keiner weiß oder was noch nicht in der Öffentlichkeit gelandet ist, was vielleicht noch in der Öffentlichkeit landen wird, was ich nicht weiß. Aber ich glaube, wir sind alle vernünftig und lassen so, wie es ist. Ich finde irgendwann so mal Schluss, Alter. Es geht ja hier nicht mal mehr um erwachsene Menschen, es geht hier auch um Kinder, es geht um Familien, das ist das Problem. Du zerstörst Familien, du zerstörst das Leben von Kindern, Alter. Hör auf damit. Euro rein. Hör auf damit, Mazdak. Hör auf damit jetzt. Ja, inmitten dieses ganzen Beefes zwischen Mois und Anis, die beide Tschetschener sind, der Ruf der Tschetschenen ins Bodenlose runtergezogen wurde. Und durch San Diegos Diss gegen Mois, wo am Ende Anis ihre Ehre bespuckt wird, haben sich halt diese Jungs, und nicht nur diese Jungs, sondern auch sehr, sehr viele aus der Tschetschenen-Community... Aber wir sind uns ja einig, Leute, wenn man nicht gerne den Mazdak konsumieren möchte, also seinen Content... Oder meinen, oder Sufian sein, oder andere Leute, dann schaut einfach nicht rein. Wisst ihr, wie ich meine? Aber es muss ja anscheinend irgendjemand interessieren, sonst würde ja keiner reinschauen. So sehe ich das. Gekränkt gefühlt und wollten ihn quasi deswegen packen. Nicht wegen dem Mois, um ihm zu helfen, sondern eher wegen dem Disrespekt gegenüber des gesamten Volkes. Aber an dem einen Tag, wo sich die Clips verbreitet haben, dass die bei San Diego vor der Haustür waren, bei ihm in der Stadt ihn gesucht haben, bis zum geht nicht mehr, er aber nicht auffindbar war, es ist wirklich ein heftiger Schockmoment und ihr wisst, solche Situationen können ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Ja genau, und stell dir mal vor, du redest darüber mit deiner Reichweite die ganze Zeit. Du redest ja nur noch darüber. Du machst ja damit... Mit seiner Reichweite? Ich dachte, das ist fake, oder? ...damit noch mehr Probleme. Und das Ganze zieht sich alles nur noch in die Länge. Weißt du, was ich dir damit sagen möchte? Du erwähnst Namen, so, du nimmst Namen in den Mund, du darfst diesen Namen gar nicht im Mund nehmen. Erstens das. Wer bist du, dass du dich da einmischst? Misch dich nicht in Probleme anderer ein. Du hast in deiner eigenen Familie genug Probleme. Lass die Menschen in Ruhe endlich, ja? Was ist dein Problem? Werd doch... Aber Gegenfrage, gell? Und es würde so aussehen, als ob ich Partei beziehe, aber das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Wenn er von Sachen spricht, wie in andere Sachen sich einmischen, no front, aber dich geht das auch nicht an. Wenn du sagst, dass Mazdak in einem Video seine Frau da als Prosti hingestellt hat, das geht dich eigentlich im Grunde genommen auch nichts an. Aber du machst es trotzdem. Naja. Deswegen sage ich ja, macht alle, wie ihr wollt. Ich werde niemanden irgendwie verurteilen oder so. Das war nur eine Anmerkung. Du meinst nicht ein Mann. Reagier doch auf das Wesentliche. Reagier doch auf die Vorwürfe, die man dir hier die ganze Zeit macht. Reagier doch drauf. Wieso reagierst du nicht darauf? Warum reagiert man nicht darauf? Sag. Hat er ja gemacht. Hat er ja gemacht. Und ich glaube, es kommt auch nichts mehr jetzt Wesentliches. Ja, deswegen gehen wir auch direkt zum Antwortvideo von Mazdak. Keine Angst, geht keine 40 Minuten. Das geht nur circa 10 Minuten oder so. Let's go. Ihr redet gerade Janelle und nicht Lejanko. Vielleicht schütte ich euch jetzt mal ein bisschen mein Herz aus und erzähle euch mal, wie diese 3 Jahre für mich waren. Ich möchte jetzt auch kein Mitleid von euch bekommen oder sowas. Das ist nicht, das möchte ich nicht. Ihr wisst, wir sind Ausländer. Wir klären das gerne anders. Also anders im Sinne von, wir sitzen in unseren Kinderzimmern mit Al Pacino Poster im Hintergrund. Verlassen aber dieses Kinderzimmer nie. Droppen von da aus trotzdem Ansage. Dieser Ehrenlose. Mit solchen Internet-Eiern sind trotzdem auf keinem Live-Event oder so anzutreffen. Wir sind diese Art von Ausländern, die ständig Videos von anderen kopieren und uns den Spitznamen Le Kopierer hart erkämpft haben. Frankie Ice hat ein Video gemacht, sie hat mit Mero geschlafen. Was passiert eine Woche später? Lejanko sieht, dass das viele Klicks hatte, dann macht er genau das gleiche Video. Wie heißt das Video zufälligerweise? Auch, sie hat mit Mero geschlafen. Bruder, wo hast du kopieren gelernt? Ich will auch so gut kopieren wie du. Diese Art von Ausländern, die seit Jahren nach demselben Schema arbeiten. Tausende Videos
Videos gegen eine Person so lange bellen, bis dein Herrscher dir ein kleines Fünkchen Zuneigung schenkt. Diese Art von Ausländern, die damals Content damit angefangen hat, gegen Fake-Pranker zu schießen und die zu kritisieren und von oben bis unten zu beleidigen, um dann selber ein Fake-Pranker zu werden. Noch eine Backpfeife, gib noch eine. Uff, gib noch eine, komm, gib noch eine, Wallah, du. Gib noch eine. Was sind das für Hängengebliebene? Übertreib mich, peinlich. Oder diese Art von Ausländer, die so irrelevant sind, dass sie sich selber Snapchats schicken müssen, die Stimme verstellen, um weiblich zu klingen, diese dann auch noch pitchen, damit es nicht auffällt, um auf Content zu reagieren, auf den andere schon reagiert haben, man aber einen Grund hat, auf diesen Content zu reagieren, um dann sagen zu können, ja, meine Zuschauer haben mich danach gefragt. Warst du nicht mit ADK? Ich feier euch beide sehr. Ich entferne jetzt wieder den Filter von der Stimme und achtet mal dann darauf, wie der versucht hat, wie eine Frau zu klingen. Frage an die Schwere. Hast du Beef mit ADK? Ich feier euch beide sehr. Diese Art von Ausländer, die Lügen verbreiten und behaupten, irgendjemand hätte mich geschlagen, von dem ich noch nie gehört habe, oder ich hätte meine Ex-Frau neben mich gesetzt und sie als Prostituierte hingestellt, um ein Interview mit ihr führen zu können, obwohl ich im Video gezeigt habe, dass diese Frau, die neben mir saß, erstens, als wir fürs Thumbnail aufgestanden sind, so ein Stück größer war als ich. Ich meine, man sieht's an allem. Die Haare, die Hautfarbe, die Statur, die Größe, die Gesichtsform, die Lippen, die Nase, die Hairline. Ja, das stimmt. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass es sie nicht ist. Ob es die Nase ist, ob es egal was ist, das passt nicht. Trotzdem erdreistet er sich zu behaupten, es wäre meine Ex-Frau gewesen. Diese Art von Ausländer sind wir, die... Weil man könnte ja sagen, was die Größe betrifft, ne, könnte man sagen, ja, das ist der High Heels an oder irgendwie sowas, ne, oder steht auf irgendetwas. Aber nein, die anderen Sachen passen nicht, absolut nicht. Aber ey, ganz im Ernst, selbst wenn er das so inszeniert hätte, was er allen Anschein nach nicht gemacht hat, befürworte ich das nicht, das ist, keine Ahnung, muss jeder für sich selber wissen, aber das ist trotzdem, wäre es noch seine Sache, wenn es so wäre, was allen Anschein nach nicht ist, ne? Die Gesichtsform, die Lippen, die Nase, die Hairline. Und trotzdem erdreistet er sich zu behaupten, es wäre meine Ex-Frau gewesen. Diese Art von Ausländer sind wir, die anderen all das vorwerfen, was wir selber verbrochen haben. Und wo wir gerade bei seinen Betrügereien sind, ich zeig euch mal was. Ich hatte ja die Kommentare aufgenommen, die er nicht geschafft hat, rechtzeitig zu löschen, weil er wohl am Schlafen war oder so. Und später, als ich unterwegs war und nachgeschaut habe, ob er alle Kommentare gelöscht hat, kleiner Spoiler am Rande, ja, alle Kommentare waren gelöscht, jede einzelne negative. Selbst die mit über 100 Likes, ist mir was Lustiges aufgefallen an seinem Like-Dislike-Verhältnis. Schaut man sich die Zeit an, wo ich das aufgenommen habe, hatte er knapp 70.000 Aufrufe und 4.939 Likes und das um 7.37 Uhr. Das wird noch wichtig. Er macht sich richtig Mühe, gerne nimmt es sogar auf. Er nimmt es eiskalt auf. Behaltet das in eurem Kopf. 2 Stunden später, um 9.42 Uhr, mit 30.000 Aufrufen mehr, hat er plötzlich nur noch 4.933 Likes? Das Video hat die Hälfte der ursprünglichen Klicks innerhalb von 2 Stunden dazu bekommen. Aber Likes verloren? Ganz unabhängig davon, dass er seit Release des Videos bis zum nächsten Tag, es sind über 12 Stunden, 69.000 Views bekommen hat und dann... Also... Ich kapiere nicht ganz, wofür man überhaupt diese, also ist es wirklich so in den Köpfen drin, dass man Klicks kauft, Likes, wie auch, ich weiß nicht, Kommentare? Ist es so in den Köpfen so krass verankert? Ich meine, wenn es was bringt, wirklich einen finanziellen Mehrwert, ist es ja eine Sache, ne? Aber wenn es gar nichts bringt, wofür? Wenn man noch Geld ausgeben muss, dann nur damit da Zahlen, eine höhere Zahl steht? Wird die Reichweite erhöht? Was passiert dann? Ich verstehe nicht. Warum soll das, wenn das nichts bringt, ist es uninteressant. Urplötzlich, genau in der Zeit, wo sich seine Zuschauer in der Schule befinden, einen radikalen Peak von 30.000 Views dazu gewinnt, in nur einem Siebtel der Zeit seit Release, zu einem Moment in einer Zeitspanne, wo sich eigentlich gar keine Zuschauer auf YouTube rumtümpeln. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass es nichts kostet, gell? So gut wie nichts kostet diese Fake-Aufrufe. Ne? Ich kann mir das anders nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber es ist auch ein Druck mit sich selber, oder? Es ist doch ein Eigendruck ist doch auch da, weil wenn deine letzten paar Videos so viele Klicks gemacht haben, dann müssen ja die nächsten Videos auch so viele Klicks machen oder ähnliche Klicks machen. Und bei 100.000, das ist schon eine Hausmarke, ne? Muss man hier ganz klar sagen. Es ist dann ein YouTuber mit einer großen Reichweite, der eigentlich große Sponsoren haben müsste, eventuell, ne? Und den müsste man auf jeden Fall kennen.
So, mit 307.000 Abonnenten. Es danach wieder komplett abflacht, sodass es in den darauf folgenden 8 Stunden nur noch 3.000 Aufrufe generiert, riecht mir schon sehr stark nach Likes und Views-Kauf. Ich meine, noch auffälliger kann man das nicht machen, Alter. Na, bist du was? Das habe ich aber fairerweise bei vielen Leuten gesehen, gell, dass es so aussieht. Wartet. Und Views-Kauf. Ich meine, dass es so aussieht. Habe ich bei vielen Musikvideos und bei vielen Leuten schon gesehen, dass die Aufrufe 3.000 waren zum Beispiel und dann doppelt so viele Likes da waren. Was sehr eigenartig ist. Noch auffälliger kann man das nicht machen, Alter. Na, bist du was früher aufgewacht, um die Hate-Kommentare zu löschen? Hast du dann gedacht, gönn ich mir nochmal auf das Video 30.000 Views, damit das ein bisschen viral geht? Du kleiner Schlingel, du. Und wo wir gerade schon mal bei Kommentaren sind. Heute Morgen um 7 waren es 738 Kommentare. Und man würde ja vermuten, dass innerhalb von ein paar Stunden einige dazukommen. Aber nichts da. Es sind sogar welche verschwunden. Aber das Schlimmste kommt noch, lieber Lischwanzko. Jetzt, wo du es geschafft hast, nach... Na, Masdak hier, ne? Na, hier, nicht. Ich dir Kraftausdrücke. Ich habe keinen Bock zu schneiden. All deinen Bällen, dass du mal von mir als dein Herrchen so einen kleinen Tritt in die Seite kriegst. Ich hoffe, das stellt dich zufrieden. Hat schon Hass, gell? Also Masdak hat schon Hass. Kann man aber auch verstehen, da wird seine Frau angegriffen und er schon dreckig. Schon sehr dreckig. Und du kriegst hier gerade mehr Aufmerksamkeit, wie du verdienst, du kleiner Fan. Aber äußere dich mal zu den Chatverläufen, die zurzeit umhergehen, von dir und deiner minderjährigen Ex-Freundin. Bruder, hör doch auf mit so einem Scheiß. Mit deiner minderjährigen Dings, wie gesagt, davon habe ich genug die letzten Jahre gehabt hier mit irgendwelchen Skandalen. Es reicht doch, Alter. Ich meine... Ey, Sports, so eine Gang. So Fälle hattest du in der Vergangenheit schon des Öfteren gehabt mit Minderjährigen, die du dann von oben bis unten beleidigt hast. Ich weiß schon, dein Herz, Puls auf jeden Fall auf 180. Jedes Mal machst du Videos über YouTuber und deren Ex-Freundinnen. Heute mal bist du dran und du schämst dich gar nicht, Alter. Du schämst dich gar nicht, dich bei so einer Sache einzumischen. Das gleiche werde ich heute bei dir machen. Danach wirst du auch mal spüren, wie sich das anfühlt. Weil ich meine, wenn du schon austeilen kannst, dann musst du auch einschicken können. Wisst ihr noch damals, als der Junko mich angerufen hat? Der Junge, der war einfach blind vor Liebe. Der hat seine Freundin mit einer Mutter verglichen. Ich werde das niemals im Leben verstehen, Digga. Und was passiert Monate später? Lejanko lädt ein Video hoch, erzählt, wie seine Freundin Schluss gemacht hat. Dazu kommt auf jeden Fall noch, dass ich mich jetzt von meiner Freundin getrennt habe. Wieso und weshalb geht euch nichts an? Äußere dich mal dazu. Bei mir hast du gesehen, alles Lügen, was du erzählst, weil du... Ich weiß nicht, wie alt er war, aber wenn er das schon so in die Kamera sagt, gell, so wie und was und so, das geht euch nicht an, dann erwähne es doch jetzt gar nicht. Hä? Eine Luftpumpe bist. Nicht umsonst hast du auch den Spitznamen Le Luftpumpe, Le Dachbodengeist, Le Kopierer, Le Druck... Le Dachbodengeist. Was ist das denn? Le Dachbodengeist. Aber entkräfte mal diese Sachen, die ich gerade gezeigt und bewiesen habe. Und sei dir dessen gewiss, ab jetzt wird jedes deiner Videos kontrolliert. Die Likes werden verglichen mit deinen Aufrufen. Das heißt, du solltest es jetzt... Kannst du auch meine Likes und meine Dingsaufrufe kontrollieren? Das wäre ganz nett, Masdak. Du kleiner Kontrollierer. Sehr, sehr viel vorsichtiger angehen mit deiner Like- und View-Kauferei. Denn eigene Relevanz besitzt du nicht. Deswegen bist du das irrelevanteste Stück Scheiße, was es auf dieser Plattform gibt. Und jeder hasst dich. Außer deine eigenen Fake-Kommentare, die du... Ich muss euch wirklich sagen, ich habe hier und da mal Lejanko gehört. Deswegen weiß ich, wie man diesen Namen ausspricht. Aber so seine Videos und No Front, gell, ob die gut oder schlecht sind, weiß ich gar nicht. Ich habe mir nur dieses Video jetzt angeschaut. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ob er guten Content macht oder nicht. I don't know. Du dir kaufst. Aber genug zu diesem Abschaum, kommen wir zum Hauptteil des Videos, denn er hat kein eigenes Video verdient. Was geht ab, Leute? Lejanko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Denn die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen. Okay, jetzt geht er zu seinem Daily Shit rüber, wo er halt über wahrscheinlich über TikToker und so quatscht, ne? Oder? Wer hat dieses Mal den Honig verschüttet? Es ist einiges vorgefallen auf unserer Lieblingsplattform. War klar. TikTok. Mittlerweile treiben sich da einige bekannte Gesichter rum, die jetzt mit unserer TikTok-Bubble nichts zu tun haben, aber ihr eigenes Ding durchziehen, wie zum Beispiel die Ex-Frau von Mois, die Anis, die sehr, sehr erfolgreich ist mit ihren Livestreams. Ich glaube, die hat irgendwie innerhalb von 2-3 Streams Platz 1 errungen in der Rangliste, was schon eine... Das wird Mois gar nicht gefallen. Heftige Leistung ist, aber dazu kommen wir noch. Erst gehen wir auf die Maestro ABK Thematik ein, denn ABK hat, so wie es aussieht, sein Instagram Account deaktiviert und Maestro hat sein Video gegen ABK offline genommen und schreibt: Hey Leute, einige werden sich wundern, aber das Video zu ABK habe ich offline genommen. Ja, das habe ich ja euch schon erzählt, dass es so ein Ding gibt
Was ist noch so passiert, jetzt wo wir schon mal dabei sind bei Masak? Zum Beispiel, weißt du, was ich meine, Bruder? Und ja, aber Bruder, ich will dir mal was erklären. Okay. Das habe ich schon gesehen, es geht um diese Honiggeschichte. Auf diesen Scheiß habe ich keinen Bock. So, das war's mit dem Video, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet gute Unterhaltung. Ihr seid die Besten. Dankeschön. Vergesst nicht dieses Video, ihr wisst schon. Liken, kommentieren, abonnieren und. Yalla, bis zum nächsten Video und ciao.